Herzlich willkommen am Windkanal der TH Lübeck. Am Windkanal handelt es sich um ein Instrument zur Untersuchung von Strömungen. Entsprechend kommt dieser Windkanal bei Lehrveranstaltungen und entsprechenden Praktika, bei denen es sich um Strömungen handelt, zum Einsatz. Bei diesem Windkanal handelt es sich um einen sogenannten umlaufenden Windkanal, bei dem die Strömung im Kreis geführt wird. Hierdurch wird die Bewegungsenergie der Strömung im System gehalten und geht nicht verloren, sodass wir eine besonders energieeffiziente Bauform hier vor uns haben. In der Messstrecke befindet sich in unserem Beispiel ein Tragflügel. Bei einem Tragflügel entsteht aufgrund der asymmetrischen Umströmung oben und unten eine Auftriebskraft, die senkrecht zur Strömung wirkt, und diese Auftriebskraft kann man dann beispielsweise am Flugzeug nutzen. Eine weitere Anwendung des Tragflügels ist beispielsweise an einer Windkraftanlage, bei der die Auftriebskraft dazu dient, einen Rotor entsprechend anzutreiben. Tragflügel funktioniert nur gut, wenn die Strömung der Kontur folgt. Dies kann sichtbar gemacht werden mit Hilfe einer Rauchsonde, bei der hier vorne Rauch aus einer Öffnung austritt. Diese Rauchsonde wird in die Beruhigungskammer eingeführt. Der Rauch wird mit einem Laserstrahl beleuchtet. Der Laserstrahl wird mit Hilfe einer Zylinderlinse aufgeweitet. Hierdurch sieht man dann diesen aufgeweiteten Laserstrahl unten als auf dem Tragflügel als Strich. Und die Strömung wird entsprechend dann hier mit einem sogenannten Lichtblatt ausgeleuchtet. Wir haben jetzt den Windkanal eingeschaltet und auch die Rauchsonde aktiviert. Wir sehen jetzt, dass die Strömung der Kontur folgt. Erhöhen wir jedoch den Winkel, sehen wir, dass an einem bestimmten Strömung der Kontur nicht mehr folgt. In diesem Zustand ist die Auftriebskraft stark verringert. Im Falle eines Flugzeuges würde das Flugzeug in diesem Strömungszustand abstürzen. Alternativ kann man eine Strömung auch mit Hilfe einer Strömungssimulation untersuchen, bei der die Strömung mit Hilfe von mathematischen Gleichungen und physikalischen Modellen im Rechner abgebildet wird. Allerdings ist aufgrund der Komplexität der Strömungsphänomene die Simulation noch nicht so genau, dass zum Beispiel dieser sogenannte Ablösewinkel zuverlässig vorhergesagt werden kann, sodass in der Strömungsmechanik sowohl Simulationsmethoden als auch experimentelle Methoden zum Einsatz kommen. Simulationsmethoden werden dann herangezogen, wenn man beispielsweise Varianten untersuchen will, und dass man dann einen Teil der Experimente einsparen kann. Wir haben also spannende Themen für Sie bereit. Wenn Sie sich für derartige Themenstellungen interessieren, kommen Sie gerne zu uns. Wir erklären Ihnen dann die Details.